Hallo YouTube, hier ist PokeBTV, zurück mit der zweiten Folge des Random Unboxings. Wir haben heute zwei echt coole Sachen für euch vorbereitet. Einmal eine ganz, ganz neue Marshadow Collection und dann etwas für unsere Vintage-Liebhaber. Eine Generation-Collection, nennt sich genau mysteriöse Pokémon-Collection. Ja, Bruderherz ist ein gigantisch großer Fan der Generations, also überlasse ich ihm diese Ehre. Oh, vielen Dank, ey. Ja, sehr, sehr gerne. Ich fange an mit dieser Marshadow Collection, die wieder eine große Promokarte enthält, die anders ausschaut als die kleine Promokarte. Warum auch immer. Apropos Promokarten, es gibt in den USA allerdings und in Australien zurzeit es gibt eine Promo Collection von Sonne und Mond, die enthält 17 Karten. Gibt es aber, wie gesagt, leider nur im australischen /amerikanischen Raum. Wir hoffen inständig, dass diese 12 Karten auch nach Deutschland kommen. Black and White zum Beispiel gab es auf Deutsch, die McDonalds-Promo. Die Karten sind jetzt nicht mega wertvoll, es sind quasi eigentlich nur Baseform-Pokémon, die halt mit Holo hinterlegt sind, ca. 5 bis 6 Dollar pro Karte. Aber wäre trotzdem ein nice to have. Oh Gott. Oh, das tut weh. Oh, das tut weh. Gut, ich habe sie kaputt gemacht. Hast du sie kaputt gemacht? Ja, so ein bisschen da oben. Aber das ist doch auch ein... Ja. Wir haben eine Marshadow Promokarte aus dem Sonne-Mond-Zyklus. Sonne-Mond Nummer 85. Dann eine Marshadow GX-Karte. Schick. Dann haben wir, wie immer, irgendwo einen TCG-Online-Code versteckt. Tonnenweise Müll für so wenig Zeug. Und drei Booster. Sie lassen mittlerweile bei den ganzen neuen Sets das Base-Set aus und packen einmal Stunde der Wächter, einmal Nacht in Flammen und einmal Aufziehen der Sturmröte rein. Wir arbeiten uns wie gewohnt chronologisch. Also fangen wir an mit Stunde der Wächter. Jetzt müssen wir wieder vier Karten. Genau, Card-Trick ist vier. Card-Trick ist vier. Wir haben eine... Darkness-Type-Energy. Nutzlos. Komplett useless. Dann haben wir ein Latinecto, Mashok, Lamus, Kramurks, Mollunk, Botogel, Nasknet, Formeo. Reverse Senlong und die Rare ist ein Welser. Hashtag? Ja, Nanhalo. Einmal nach den Flammen. Du Drecksack. Bitte, wer designt denn so ein Tier, ey? Jetzt mal ohne Witz. Das ist doch wirklich, also. Ja, da muss man nicht mal hart zweideutig für denken, um siegen. Nee, ja, ist es. Wir haben eine nutzlose Kampfenergie. Ein Rizeros. Kiave. Myla. Raupi. Meryl, finde ich total geil, dieses Design mit diesen Art gestrickten Pokémons. Ein Rihorn. Sankabu. Huthut. Die Reverse ist ein Pflanzenaffe. Und die Rare Nanhalo ist ein Cherrapendra. Bro? Ja. Bist du krank? Warum? Weil ich den Namen... Weil du das Wichtigste vergessen hast zu sagen. Hashtag... Habe ich doch gesagt, die Rare Nanhalo. Ach, okay. Ich habe das nur so unauffällig verpackt, damit du nicht wieder drauf rumhackst, dass ich nur Müll ziehe heute. Ja, du hast es so flyby erwähnt, ja. Letztes Pack aus der Marshadow Box. Aufziehen der Sturmröte. Vielleicht ein bisschen Last Pack Luck. Maybe. Wir haben eine nutzlose Elektroenergie. Eine Kampfdisk. Eine flotte Hüfttasche. Oh. Ein Stolrak. Ein Stolunio. Kapuno. Sterndu, ein Irbis, Willursi, Reverse, Traumfugil, sehr geiles Design und die Rare, ein Nanhalo Mammut. Das ist ja, shit ist das. Heute habe ich kein Glück gehabt. Nee, nicht besonders viel. Naja, vielleicht ist die eine oder andere Karte dafür die Sammlung, die wir ja noch nicht unser eigen nennen. Ja. Wir tauschen den Platz, damit endlich Generationen ausgepackt werden kann. Oh ja. Das eigentliche Highlight des Videos. Das wirklich eigentliche Highlight des Videos. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie alt diese Box ist. Ich glaube, aus dem Jahre 2016 kommt die. Ja, genau. Kurze Information dazu. Das ist jetzt eine mysteriöse Pokémon Collection Keldeo-Thema. Mit einer Promokarte, Full-Art-Promokarte Keldeo und einem Pin.
und zwei Generation Booster. Und das Set Generation ist ein Subset aus dem XY-Zyklus, hier zum Grunde des 20-jährigen Jubiläums von Pokémon. Und besteht aus 83 Karten regulär plus 32 Karten der Radiant Collection. Da muss auch ein anderer Card-Trick gemacht werden, den zeige ich euch dann gleich. Genau, er gibt insgesamt 115 Karten und ich bin wirklich heiß, Leute, weil sowas kriegt man nicht mehr allzu oft in die Hände. Das eigentliche Highlight ist ja auch eben, dass du eine Rare aus dem Generationen, also aus dem 83-Karten-Set ziehen kannst. Ja. Und gleichzeitig aber auch noch eine GX oder auch eine Rare aus der Radiant Collection. Und die befinden sich beide, du hast quasi ein Doppel-Rare-Booster-Pack. Rare. Ja. Double-Rare-Rare. Maybe. Maybe, ja, vielleicht. Und da kommt hier TCG-Code, dann die Keldeo Full Art Promo. Ja, mach es besser als ich. Ja, ich bin gerade dabei. Uah. So, da ist das gute Stück. Das wird natürlich gleich mit dem Sleeve, weil die Promokarte haben wir nämlich noch nicht. Ich würde sehr gerne mal die Darkrai mysteriöse Collection unboxen, auch sehr schön. So, dann haben wir natürlich den Keldeo Pin. Steck mich an! Für die Pokémon-Hochzeit. Genau. Aber kommt auch nur wieder in die Box. Ja. Zu den anderen Useless-Geschichten. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Herz der ganzen Geschichte. Die beiden Generationen. Oh. Die sahen auch einfach gut aus, ne? Ja, das ist auch wirklich schön. So, ich bin wirklich, wirklich, wirklich heiß. Ah, oh, ich sehe schon eine mega, mega geile Energiekarte, die Tatsache noch eine Set-Nummer hat. Ja, wirklich mal. So, der Card-Track ist hier ein bisschen anders, dadurch, dass die Radiant Collection mit drin ist. Man nimmt drei Karten weg und schiebt sie hinter die nächsten drei. So, jetzt sind wir bereit. So hat man dann quasi die Radiant Rare und die normale Rare hintereinander ganz am Ende. Ganz genau. So, wir haben einmal eine Wasserenergie mit einer Set-Bezeichnung. Das finde ich richtig schön. Wir haben ein Nebulak. Krabi, eine Blitzenergie, wohin genau? Mit Lippenstift. Oh, ein Imakuni. Ich hätte jetzt gerade kurz gedacht, dass das eine Secret Rare wäre. Nee. Einmal eine rote Karte, ein Dodo in Reverse. Oh, ein Dianzi in Holo von der Radiant Collection. Mhm. Und ein Gengar Double Rare Pack. Double Holo. Eine Sleeve. So, und die zweite. Sehr schön. Wow. Das Design ist auch so geil. Das ist richtig gut. Top. Vor allem das Ding ist, ich habe halt Gengar auch wirklich, wirklich gern. Ja. So. Wir haben einmal ein Raupi, Pipi, Ponita, Magic Fish Carpador, the one and only, mhm. Raichu. Schön. Eine Spezialenergie Double Colorless, Energieumschalter, ein Reverse Rihorn, auch cool, ein Altaria Holo. Ja, nice. Und? Und? Ein Relaxo. Egal, ein Radiant Collection Holo ist immer gut. Oh, das haben wir glaube ich auch noch nicht. Nee. So, sehr schön. Boah, das macht richtig Spaß, ja. Generation. Generation ist super. Leider echt nur zwei Packs. Ihr könnt ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, dass ihr gerne eine Darkrai Pin Collection sehen wollt. Dann werden wir uns auch darum kümmern. Sehr schön. So, das waren unsere Pulls aus diesen beiden Packs. Ja, ich konnte nicht allzu viel dazu beitragen. Ja, aber immerhin. Ich bin sehr zufrieden, hat wirklich Spaß gemacht. Ja, und an dieser Stelle das übliche Geschwafel. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen runter, wenn nicht, ist auch okay. Ja, hast du ansonsten noch was zu sagen, Bruderherz? Ja, Bruderherz, das war irgendwie alles ein bisschen sehr kurz heute. Aber mir ist eingefallen, ich hatte vor ganz kurzer Zeit hatte ich Besuch. Ja, und ich hatte Besuch und Was macht der? Oh nein. Oh nein, Leute, was jetzt kommt, ist komplett ungeplant. Oh mein Gott, was machst du? Und zwar, das war am... Nein. Das war am 6.12. hat so ein bärtiger Typ bei mir geklingelt und hat nach Borgi gefragt. Und dann habe ich gesagt, der ist nicht da, weil der kommt nur ab und an. Und er hat gemeint, ja, der Borgi, der ist immer so brav und der pullt auch immer ganz gutes Zeug. So. Ja, und hier, dann hat er noch was dagelassen für dich. Und das gibt es tatsächlich nur auf Englisch. Das ist nie im deutschen Raum erschienen. Nein. Wir haben hier noch eine Kleinigkeit. Wo?
das ist sozusagen eine kleine Überraschung. Davon wusste Bruderherz auch nichts und die machen wir jetzt auch noch schnell auf. Oh! Bruderherz, mir fehlen die Worte. Ja, aufmachen, auf geht's. Oh. Okay, dann wollen wir gar nicht so lange drum schwafeln. Nein. Gedankt wird später. Ja, freilich. Oh. War das der Weihnachtsmann zufällig? Das war, ich schätze, das war, der war ein bisschen war der dick und bärtig. Ja, ja, okay, dann wird es der Weihnachtsmann gewesen sein. Absoluter Wahnsinn. Gib mir den Müll. Ich geb dir den Müll. Jetzt müssen wir hier erstmal wieder ein bisschen Platz schaffen. Und wir brauchen Sleeves für die ganzen Promokarten, die da drin sind. Boah. 6 Stück an der Zahl. Schaut euch das mal an. Das ist die Vulcanian Mythical Premium Collection. Die ist, so wie es ausschaut, anscheinend nur auf Englisch erschienen. Schade drum, aber die Promokarten können, dürfen, sollten wir uns nicht entgehen lassen. Also jetzt noch gegen Ende des Videos als kleines Extra ein kurzes englisches Unboxing. Ein kurzes englisches Unboxing. Das finde ich doch sehr cool. Weg damit. Weg damit. Eins, zwei, drei. Ein Vulcanian Full Art. Sehr schön. Aus dem XY-Zyklus 185 Promo. Sehr schön. So, ein Celebi 187 Promo. Holo. Und sie gehen raus. Sie gehen richtig gut raus. Ja. Ein Caldeo Nummer 191 Holo. Ein Victini XY 189 Promo. Ein Jirachi. Save the best for last. Richtig, so schaut's aus. XY Zyklus 195 und eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon, Darkrai. 194 Promo in Holo. Wow. Boah. Ich bin wirklich. Ey. Okay, wir haben mit da drin einmal 2 Evolutions und 2-mal Steam Siege Booster und einmal Breakthrough. Oh, und natürlich ein TCG-Code, der darf nicht fehlen. Yes. So, lass mir einfach die beiden Evolutions. Möchtest du Evolutions machen? Ja, vielleicht habe ich Glück. Boah, okay Leute, weiter geht's. Oh. 3. Ja. So. Mal gucken, wie gut du mit englischen Pokémon-Namen ja. Frogedy. Swoobat. Go-Goat. Hoot-Hoot. Miss Drevis. Froakie. Exu. LGM. LGM. Ein Reverse Snowball. Und die Rare Impact ist ein Marowak. Also ein Knogger. Ein Knogger, ja. Wow. Wir hatten in den vergangenen Videos ja mal gefragt, wie ihr zu englischen Unboxings steht. Sollte das positiv sein, was wir zum jetzigen Aufnahmezeitpunkt natürlich noch nicht wissen. Lasst es uns einfach mal wissen, ob ihr es lieber habt, dass wir die Namen auf Englisch vorlesen oder ob wir die Namen auf Deutsch nennen. Richtig. Sofern bekannt. Genau. So, wir haben einmal einen Switch-Trainer, Coughing. Wow. Wir haben einen Mega-Misprint. Das ist ein Steam Siege-Pack gewesen und da sind Evolutions-Karten drin. Du hast recht. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Wir haben einen Misprint. Eieiei. Das ist Evolution. Da unten sieht man Evolutions. Das war eine Steam Siege-Verpackung. Und jetzt ist es gemischt. Jetzt. Marine. Was ist das denn? Litwick. Hoppip. Meowth. Chimchar. Ein Reverse Shieldon. Und die Rare Impact ist ein Vulcanian Nunhollow. Was war das denn? Das habe ich ja noch nie erlebt. Ich habe mich auch schon gerade gewundert. Ey, ich dachte, das ist Switch. Okay, das ist doch das Tauschdesign aus Evolutions. Hä? Was ist denn hier los? Okay, das war ein mega Missprint. Ich bin gespannt, was jetzt in den Evolutions Packs drin ist, die ich gleich aufmache. Irgendwie, keine Ahnung, dann auf einmal Nacht in Flammen da drin. Ja. Schon wieder? Okay. Switch. Ja. Coughing. Vor allem dieselben 3 Karten, ne? Revive.
So, und jetzt geht's hier nämlich weiter. Ja. Da muss beim Dino, bei der Maschine irgendwas schiefgegangen sein, beim Einsortieren. Wirklich. Seltsam. Little Leo, Nosepass, C-Dot, Clauncher, ein Reverse Hoppe und die Rampage ist ein Vulcanion EX! Leute! Boah, das kommt gleich zu den Stapel da oben rauf. Ja, ich tausche mit meinem Bruderherz eine wirklich, wirklich angenehme Überraschung. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Sehr gerne. Bedanke dich bei dem dicken, bärtigen Typen, der mal mir geklingelt hat. Ja. Zwei mehr Evolutions, in denen sich hoffentlich auch Evolutions befindet. Habe ich ja noch nie erlebt. Nee. Ganz, 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 ganz merkwürdig. Also wenn da jetzt die ersten drei Karten Steam Siege sind, oder also besser gesagt Dampfkessel, dann nein. Aber schon wieder, wir haben ein Revive, ein Nidorino, Devolution Spray, Weedle, Doduo, Staryu, Onix, eine Feenenergie, Reverse, Wulnona, Ninetales und die Rare, ein Nocturne Holo. Geil. Wir haben fast das Master Set. Ja, so ziemlich. Uns fehlt nicht mehr allzu viel zum Master Set. Nur für die Leute, die es nicht wissen, Master Set bedeutet, wenn man alle Karten im Set hat, alle Holo-Karten, die es in Holo und Reverse gibt, als Holo und alle normalen Karten als Reverse. Das nennt sich dann Master Set und ist, wenn man es irgendwann mal verkauft, natürlich im Verhältnis wahnsinnig viel wert. Ein Secret Rare Trainer, hier kommt Team Rocket, Magma, ein weiteres Secret Rare Surfing Pikachu, wir haben ein Seal, ein Charmander, ein Magnemite, eine Wasserenergie, eine Growlithe, Reverse Potion und die Rare ist ein Tauboss EX, ein Pidgeot EX. So, mehr haben wir nicht mehr zum Unboxen. Zeig vielleicht nochmal alles, was wir jetzt in diesem Video... Uiuiui, das ist dann einiges. Ja, einfach nur... Zack. Wahnsinn. Vulcanion EX, ein Tauboss EX... Nocturne Holo, Darkrai Promo, Jirachi Promo, was haben wir denn noch hier an Promos? Ein Victini, ein Marshadow, ein normales Gengar Holo, ein Diancie Holo, Full Art Vulcanion Promo, Kellion Promo. Und das Beste zuletzt. Boom, ein Celebi Promo. Nicht zu vergessen, die große Karte. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit diesem dann doch etwas längeren Random Video. Lasst es uns wissen, wie euch dieses noch neue Format gefällt, ob ihr mehr davon sehen wollt oder eher weniger. Und ansonsten das übliche Daumen nach oben bei Gefallen, bei Nicht-Gefallen ein Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt und lasst ein Like da. Ganz genau. Bruder Herz. In diesem Sinne, das übliche Geschwafel. Peace out. Peace out. Ciao. Ciao.